Wunderschönen guten Tag. Mehr Mut braucht man, wenn man nach dem Herrn Professor spricht. Jetzt bin ich noch nervöser, als ich vorher schon war. Nach all dem Pfui oder was auch immer, wir alles gehört haben. Ich bin ein kleiner Steirer Bub, ja, sehr bodenständig. Ich spreche heute in der Bierhauptstadt der Welt, würde ich sagen. Deshalb habe ich auch ein Bier mitgebracht. Ich werde es dann später auch noch trinken. Ich stehe auch nur mehr, ich stehe zwischen Ihnen und dem Mittagessen. Ja? Also wenn Sie das geschafft haben, dann können Sie auch schon zum Mittagessen gehen. Für die, die früher gehen wollen, habe ich die Zusammenfassung an den Anfang gestellt, ja, weil wir haben eh schon überzogen. Ja? Und dann hat mich meine Tochter inspiriert. Ja? Meine Tochter geht in die 4. Klasse Volksschule und sie lernt gerade in der Schule Wortarten zu bestimmen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ganz großartig. Ich möchte euch eine Erkenntnis mitnehmen, die ihr euch in euer CRM-Jahresprogramm schreiben könnt. CRM ist ein Verb. Das ist ein Tunwort. Ja? Das hat was mit Machen zu tun. Das hat nichts mit Data Mining, mit Tools, mit Software, mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern das ist ein Tunwort. Wenn man es nicht tut, dann bringt es gar nichts. Ein Werbung, ein Zeitwort. Und dafür braucht man etwas, was man heute viel zu selten verwendet. Hausverstand. Ja? Mir kommt es ja manchmal so vor, dass ganz vernünftige Menschen, ja, plötzlich ihr Hirn ausschalten, wenn sie zum Beispiel Facebook betreten, ja? Oder wenn Sie in den digitalen Bereich gehen, oder wenn Sie irgendein tolles Tool bekommen, wird das Hirn ausgeschalten, ja? Sozusagen ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr wilder Spaß. Das ist das Programm der nächsten 30 Minuten. Mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr. Die Türen sind jetzt auch zugesperrt. Das heißt, Sie müssen da jetzt durch. Ich habe 3 Dinge für Sie vorbereitet: Leidenschaft, Mut und Spaß. Ich habe 4 Thesen, 8 Impulse und 4 Ideen. Ich springe da gleich wild hinein. Ja. Ich fange mit 4 Thesen an, die man kann man sich so auf seiner Bürotür hämmern, wenn man so will. Ja. Was ist denn eigentlich CRM? Ja, jetzt werden Sie sagen, boah, gehen. Ja. Ach, aber fangen wir trotzdem noch mal an, was ich mir heute denke. Ich bin ja kein CRM-Mann, ja, aber ich sehe, wie sich Dinge entwickeln. Ich arbeite schon recht lange mit dem Ding. Für mich, früher war ja CRM ein bisschen wie eine Burg. Ja. Vor allem bei Banken, sagen wir vom Bankenverhaller, da wurde Freitagmittag wurde die Zugbrücke hochgefahren, da war zu, in Österreich ist auch Mittwochmittag die Zugbrücke hochgefahren worden, ja, am Land, ja, da war die Bank auch zu und am Wochenende sowieso. Was ist CRM denn heute? Heute ist es Glasnost. Ja. Redefreiheit für den Kunden. Ja. Plötzlich spricht der Kunde zurück. Ja. Der spricht zurück am Wochenende. Boah, ganz furchtbar, ist ein Zweikanalton, der hört sich das nicht mehr nur an, der redet plötzlich auch zurück. Ja. Ja, und auch am Freitagnachmittag. Ja? Und warum kann er denn das? Das haben wir so wunderbar auch beim Professor Hensel erfahren, weil heute CRM ist ja mobile, heute ist CRM real-time. Was wollen denn die Menschen von heute? Die Menschen von heute wollen alles. Und sie wollen alles sofort. Ja? Eine Sekunde Verzögerung der Ladezeit ihrer Website sind 7% weniger Abschlüsse. Ja? Ich will alles, weil ich habe alles immer mit. Ich habe meine Kundenkarte immer mit. Ich habe meinen Draht zu Ihnen immer dabei. Der ist heute immer dabei. Jederzeit ist der dabei. Ja, 54% der Zugriffe auf Facebook funktionieren heute mobil. Aber was ich noch viel lustiger finde, es gibt eine aktuelle Studie aus den USA, dass ein Fünftel der Konsumenten, während sie in einem Geschäft sind, bei einer Sportveranstaltung oder bei einer Bank sind, nicht zum Schalter selber gehen und den Beamten oder den Verkäufer dort fragen, sondern lieber über Twitter und Facebook ihre Anfrage stellen. Ja? Und wenn sie dann 3 Tage später antworten, können Sie sich denken, wie viele dann noch immer im Geschäft sind. Und drittens, CRM ist unglaublich digital und es ist deshalb digital, nicht weil sie die Welt verändert oder sonst irgendetwas, ja, sondern es gibt einen ganz einfachen psychologischen Hintergrund, weil wir sind nämlich analoge Weicheier und digitale Superhelden. Deshalb hat sich das so verändert. Ja. Das sind wir nämlich alle. Ich war letzte Woche am Sonntag essen im Napoleonwald in Wien, ich war total unzufrieden mit dem Service, ja. Essen war nicht so gut, ja. Was mache ich? Ich ziehe mein Smartphone heraus, ich schreibe eine vernichtende Restaurantkritik auf Yelp, ich twitter's und schreibe es auf Facebook, das heißt, ich sage es der ganzen Welt, außer der einen Person, die etwas daran ändern könnte, nämlich der Kellnerin. Na danke, aber eh gut. Ja? Warum ist das so? Naja, weil analog trauen wir uns nichts. Wie sagt das Scott Stratton so schön? We are passive in person, but we are aggressive online. Ja? Ja? Früher, Sie wissen eh, wenn man, einer der größten Fehler, die man machen kann, ist ja, man darf einer Frau nie sagen, sie sei schwanger, außer man sieht den Kopf zwischen den Beinen. Ja? Und es ist ja so, dass wenn früher sozusagen ein Kellner in einem Lokal sagt,
zu einer Dame, die etwas beleibter war. Na, sie haben ja heute für zwei gegessen, ja, dann war das früher zwar ein Fauxpas, heute schreibt sie das vielleicht nachher sogar auf die Rechnung, I'm not pregnant, but thanks for the eating for two comment. Ja, das wird millionenfach geteilt, ja, das ist ein klassischer Fail und dann sieht man auch, was eigentlich CRM ist. CRM ist eigentlich Hiring. Ich frage mich schon ganz lange, warum CRM eigentlich nicht bei HR angesiedelt ist oder HR nicht unmittelbar bei CRM angesiedelt wird, weil Sie können sich die tollsten Tools und Software und Lösungen kaufen, die Sie da draußen anbieten und wenn die Dame ganz oben an der Rezeption dann nicht ordentlich ausgebildet ist, schnippisch ist oder sonst was ist, dann nutzt Ihnen das alles überhaupt nichts. Ja? Wenn das Kundenservice so reagiert, um ein amerikanisches Beispiel zu nehmen, dass ich bei T-Mobile mir aufrege, dass mein Produkt nicht funktioniert und der Kundenservice antwortet mir und ein Satz beginnt schon mal. Also wenn Kundenservice mit so Dingen antwortet wie not to sound rude, ich will ja nicht irgendwie beleidigend sein, ja, dann ist es meistens schon ein schlechter Satz, ja, aber jetzt haben sie halt Pech, weil jetzt sind sie unter Vertrag. Ja. Das ist ja kein CRM-Problem, ja, das ist ein Hirnproblem, ja, das ist ein Hiring-Problem. Ja. Teil 1 fertig. Ja. Mehr Mut. Ja. Ich bringe jetzt 8 Impulse, ja, so zum Mitnehmen, zum Dranreiben. Sie müssen auch nicht alles glauben. Sie können sagen, es ist ein Blödsinn, ja, es ist egal, es ist mir egal. Ja. Ich mag etwas gar nicht, wenn ich mich in der falschen Schlange anstelle. Ja. Ich gehe zum Baumarkt, Sie kennen das, ja. Sie möchten Ihr Klinkerventil umtauschen, Sie stellen sich an, vor Ihnen 8 verschiedene Ethnien, Sie stellen sie an, ja. Sie warten gefühlte 7 Stunden, bis Sie endlich nach vorne kommen. Ja. Und um zu erfahren, Sie haben Sie von vornherein in der falschen angestellt, Sie hätten gleich müssen in die Abteilung gehen, ja, wo der Baumarktverkäufer Ihnen ist. Na gut, im Web würde das nie passieren, ja, das haben wir ja heute, ist es ja sehr gut. Ja. Ich war in Tiffany's bei New York, habe diesen wunderbaren 15.000 Euro, irgendwie ist das Soleste für die Herren, die das wissen, wunderbares Valentine's Day Geschenk für ihre Dame. Ja. Wohlfeil der 15.000 Euro ist die billige Version. Ja. Meiner Freundin Antrag gemacht, wunderbar, wir heiraten herrlich, ja, jetzt bin ich wieder in Österreich, da gibt es ja keine Tiffany's, jetzt brauche ich natürlich, wenn du mit so einem Klunker anfängst, brauchst du einen fetten Klunker für die Hochzeit, ja, was willst du denn da noch machen, ja, da hast du die Latte ja sehr hochgelegt, wo gehe ich jetzt hin, wenn ich Tiffany's nicht als Geschäft habe, ich gehe dorthin, wo ich am meisten bin, auf Facebook, ja, wenn Tiffany's auf Facebook ist, vertrage die Tiffany auf Facebook wie eine Filiale, das heißt, ich gehe hin und sage, hey Tiffany's, I bought my girlfriend a wonderful Tiffany Solesti. Ich sage nämlich gleich, dass ich einen 15.000 Euro Ring gekauft habe, damit ich besser behandelt werde. Ja? Dass ich nicht irgendein Daherklaufer von der Bauernbub bin. Ja? Und jetzt, sie hat sozusagen Ja gesagt, und jetzt, was könnte ich mir empfehlen? Ja? Das ist ja ein CRM-Elfmeter. Ja? Kunde sagt, ich will kaufen. Ja? Ich will das Teuerste kaufen. Ja? Okay? Verblüffenderweise warte ich länger als beim Baumarkt, nämlich 6 Tage auf die Antwort. Ja? Da wäre im Baumarkt schon verhungert. Ja? Dann ist die Antwort, Robert, congratulations, thank you for your interest. Tiffany, please reach out to our customer service. Diese Nummer ist eine toll-free-Number, die nur in Amerika funktioniert. Wenn ich anrufe, macht ich fasse zusammen. Ja? Ich habe einen 15.000 Euro Ring gekauft, will einen doppelt so teuren kaufen, ja? Mir wird 6 Tage nicht geantwortet, dann wird mir falsch geantwortet. Dieser eine Blödsinn, ja, die sehen ja, dass ich aus Österreich bin. Ja, hat Tiffany's 30.000 Euro gekostet und dann soll einer noch einmal sagen, das hat keinen Return of Investment? Ja, bei manchen kann ich gar nicht fragen, Deutsche Bank komme ich später noch. Schreiben Sie, wenn Sie mir nachher Ihr CRM-Stammbuch geben, schreibe ich Ihnen diesen Spruch rein, wenn Sie keinen Respekt haben, werden Sie keine Liebe bekommen. No respect, no love. Und wenn wir schon von Liebe reden, dann wird es endlich Zeit, dass wir die Hosen runterlassen. Es tut mir leid, die nackte Wahrheit ist, heute wird alles aufgedeckt. Ja? Heute ist es ein Brand-Striptease. Ja? Heute bleibt da nichts mehr verborgen. Ja? Heute sehen wir endlich, wie Marken wirklich sind. Und es ist jetzt kein Vodafone-Bashing. Ja? Das ist ein zufällig ausgewähltes Beispiel. Was finden wir denn? Die sind auf Facebook, haben so und so viele Fans. Da gibt es zigtausende Reviews von Vodafone auf Yelp und wo auch immer. Was auch ganz spannend ist, man sieht, dass Mitarbeiter von Vodafone, der arbeitet bei Vodafone und mag total gerne Jack Daniels, ja, würde es zu einem vermehrten Jack Daniels liebenden Vorkommen von Vodafone-Mitarbeitern kommen, könnte man einen Rückschluss auf die Servicequalität stellen. Ja. Warum mag der überhaupt Jack Daniels und nicht Vodafone? Sehr interessant, ja. Wie dem auch sei. Dann gibt es natürlich Leute, die zerschlagen ihre SIM-Karte und posten das Bild und schreiben an Vodafone Sachs und Vodafone Fail, was auch immer. Ja. Alles nicht so wichtig. Ja.
wenn dann eine Dame schreibt, das brauchen Sie nicht lesen, ist nicht wichtig, was da steht, ja? Eine Dame beschwert sich, dass irgendetwas ihr nicht rückerstattet wurde, ja? Sozusagen normale Kundenbeschwerde, ja? Was passiert? 150.000 Leute finden das auch Sauerei. Ja? Das ist weder ein CRM-Problem, noch ist es ein Shitstorm, noch ist es ein Social-Media-Problem. Das zeigt einfach, dort ist das Kundenservice scheiße. Ja? Das macht Dinge einfach nur sichtbar, laut. Social Media ist ein Brandbeschleuniger. Ja? Wenn was im Argen liegt, macht das das einfach sichtbar. Ich glaube ja, das ist ein Schocker jetzt aber für Sie. Ich glaube ganz fest ans Abnehmen. Ja? Ich glaube, dass wir alle ein bisschen schrumpfen müssen. Ja? Vielleicht ist Mäßigung überhaupt das neue Zauberwort. Ja? Ich glaube ganz fest an die Macht des Kleinen. Ja? Aber das kann ich immer sagen. Und ich kann es predigen und ich kann dafür streiten und schreien und weinen und ich kann einen Boden werfen wie meine Vierjährige. Ja? Trotzdem komme ich da zu Ihnen und Sie sagen, aber zuerst bringen Sie mir mal auf Facebook einmal 50.000 Fans. Ja? Weil das ist das Allerwichtigste. Ja? Oder was auch immer Sie sonst noch wollen. Ja? Dabei ist mir das ja vollkommen wurscht. Und jetzt komme ich endlich zum Bier. Ja? Heineken hat jetzt, glaube ich, schon 10 Millionen Fans, aber keine Ahnung, es ist mir auch vollkommen egal, ob die jetzt 2 Millionen oder 10 Millionen haben. Ich bin ein Heineken-Trinker, ich gehe jetzt zu Heineken und sage, hey, Heineken-Team, I'm a huge Heineken-Fan from Austria. Ja? Ich frage mich, wo kann man das kaufen? Die haben 10 Millionen Fans, ja? Wissen Sie, was passiert ist? Eine halbe Stunde später habe ich eine Antwort bekommen, auf Deutsch. Ja? Hallo Robert, in welchen Bezirken und Gegenden von Wien bist du gerne unterwegs? Die wissen, ja, dass es in Wien Bezirke gibt. Ja? Dann habe ich eine Liste von Bezirken geschickt. Ja? 12.30 Uhr habe ich eine Lokalliste bekommen. Ja? Was glauben Sie, was für ein Bier ich jetzt trinke? Ja? CRM ist oft ein Long-Term-Investment. Ja? Das ist eine Beziehung, baut man langsam auf. Man darf nicht immer alles tun, weil man sich dann unmittelbar was erhofft. Im Jahre 2009 habe ich auf der Red Bull X-Fighters Facebook-Seite einen Beitrag von der Michelle Bintem gesehen, die hat dort geschrieben, mein Gott, mein Sohn feiert nächste Woche seinen 17. Geburtstag, habt ihr nicht vielleicht ein paar Pickerln, die ihr mir schicken könnt? Ich habe zu Hause stehen in meinem Lager Zehntausende Aufkleber, die kein Mensch mehr braucht. Ja? Ich habe davon 100 in ein Kuvert gesteckt, um 7,90 Euro in die USA geschickt. Ja. Ganz egal, habe dann viele Jahre nichts gehört. Mittlerweile ist der Sohn ein unglaublich erfolgreicher Nachwuchs. Motocross-Fahrer, ja. Was glaubt, was der für einen Energy-Drink trinkt, was glaubt, was der für Pickeln hat und wer die ersten Contents kriegt. Ja. Das war einmal 7,90 Euro investiert. Ja. Die ganz kleinen Dinge machen den ganzen Unterschied. Nicht die großen, nicht die tollen Dinge, nicht das Bonuspunkteprogramm, die kleinen Aufmerksamkeiten. Und dabei sollte man auch immer nett sein. Ja. Das klingt jetzt so banal und ich weiß, heute ist es noch viel, viel schwerer. Noch nie haben sich die Leute so viel beschwert. Wie heute, weil sie trauen sich ja, ja. Jetzt können sie ja online all ihren ganzen Unmut sagen. Und zum Teil ist es wirklich ungerechtfertigt, ich weiß das. Man muss da versuchen, immer einigermaßen freundlich zu bleiben. Das gelingt nicht immer. Da gibt es diesen berühmten Bonus-Barbecue-Incident in Georgia, Atlanta. Diese Frau besuchte Bonus-Barbecue und hat daraufhin eine Kritik geschrieben auf Yelp. Das kann man heute noch nachlesen. Ich würde sagen, es war gar nicht ganz schlecht. Ja. Aber war nicht super, ja. Jedenfalls hat es den Eigentümer vom Bonus Barbecue so geärgert, dass er das Bild dieser Frau auf seiner Facebook-Seite gepostet hat und darauf geschrieben hat, also solche Kunden braucht man nicht, fuck that bitch, und also wirklich tiefste Schublade. Das ist dann ganz interessant, was dann nämlich passiert. Psychologisch ist es sehr, sehr spannend. Zuerst spricht man die an, die man zuerst mit dem iPad Gewinnspiel geholt hat, also diese intellektuell unterbemittelte Minderheit, die sagen, super, endlich einmal einer, jawohl, weg, die Kunden braucht man nicht, bevor dann die große Empörung kommt, es kommt bis ins Fernsehen, bittere Entschuldigungen, entsetzlich, ja, mit Freundlichkeit die Welt zu erobern. Das soll eine Botschaft sein, aber bitte, 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 ja, Sie müssen dabei nicht Mutter Teresa werden. Ja. Mir geht es ja heute so am Geist, wo immer ich hinkomme, jedes Unternehmen will heute wie Mutter Teresa sein. Vor allem die Waffenlobby, die Tabakindustrie, die Papierindustrie, ja, und die chemische Industrie. Ja. Jeder will heute nachhaltig, biologisch, feministisch, gegen Pelze oder was auch immer sein. Ja. Wenn wir Deutsche Bank, ich hoffe, es sind nicht zu viel von der Deutschen Bank da. Ja.
Deutsche Bank beschäftigt sich auf ihrer Facebook-Seite ausschließlich mit irgendwelchen CSR-Projekten, ne? Dass da Bäume gepflanzt werden, dass irgendwelche Bands unterstützt werden und dass man irgendwo irgendwelche Krüge bemalt oder keine Ahnung. Ne? Dabei wird verwechselt, Reputation hat man ja für etwas und ich hoffe, die Deutsche Bank hat nicht die Reputation, ihr Geld für irgendwelche karitativen Zwecke auszugeben, sondern das Geld der Kunden gut zu verwalten oder irgendwas anderes. Das wird aber gar nicht mehr kommuniziert. Es wird auch oft verwechselt, dass Reputation Image sei. Das hat damit ja gar nichts zu tun. Ja? Denkt man an den Mario Balotelli, einmal ein Fußballbeispiel, Social Media Opfer Nummer 1. Ja? Der hat sicherlich nicht das Image, der Intelligenteste zu sein. Ja? Ist auch vollkommen wurscht. Was hat er denn für eine Reputation? Er spielt hin und wieder ganz gut Fußball. Ja? Habt auch keine Angst, wenn schlecht geredet wird. Über jeden wird schlecht geredet. Nehmen wir mal die daher. Ja? Glauben Sie tatsächlich, dass im Web sehr viele Leute sagen, dass Red Bull ein unglaublich gesundes Getränk sei? Schon für kleine Kinder gut ist. Es gibt Gruppen Mütter gegen Red Bull. Ja? Red Bull, der Teufel in der Dose. Ja? Was auch immer. Wer 4 Milliarden Alu-Dosen im Jahr produziert, wird auch nicht den Nachhaltigkeitspreis des Umweltministeriums gewinnen. Ja? Das ist aber egal, weil die sagen das ja nicht. Ja? Die sagen ja nicht, für jede Dose pflanzen wir irgendwo in Fuschl ein kleines Pflanzerland. Ja? Ja? Sondern was ist die Produktion? Eine einzige Botschaft, die haben nur eine einzige Botschaft. Und Sie müssen sich das einmal anschauen. Ja? Alle Bilder, die Red Bull postet, egal auf welchem Medium, transportiert ein einziges Versprechen. Das ist der Traum vom Fliegen. Weil Red Bull verleiht Flüge. Ja? Die sagen nicht, wir tun auch noch Gutes. Denkst daran, wenn ihr etwas zeigt, zeigt, dass ihr großartig seid. Ja? Jetzt kommt etwas, es tut mir leid, jetzt wird es. Für die Sprache, aber mir ist es wichtig, man muss es aussehen, ja? Scheiß auf den Edge-Rank, ich muss das sagen, ja? Wenn Sie nicht wissen, was der Edge-Rank ist, der Edge-Rank ist diese sagenumwobene Formel, ja? Mit der Newsbeiträge auf Facebook mehr oder weniger sichtbar sind. Ja? Und dieser Edge-Rank, mit diesem Edge-Rank saugt der Mark Zuckerberg offenbar vollkommen vernünftigen Marketing-Managern, die seit 20 Jahren im Geschäft sind, das Hirn heraus, ja? Ja, weil da gibt es ja Gerüchte, man weiß nicht so genau, was es ist. Jedenfalls wird gesagt, du musst jeden Tag was posten, sonst wird dein Edge-Rank schlechter. Ich sag dann, na, vielleicht sagst du was, wenn du was zu sagen hast. Na, wegen dem Edge-Rank. Ich sag lieber ein Blödsinn, bevor ich nichts sage. Ja, würde der Edge-Rank jetzt sagen, poste 18 Mal am Tag, also würden die Leute 18 Mal am Tag irgendeine Belanglosigkeit posten. Ja? Und niemand fragt sie je, ist es gut fürs Business? Ja? Macht es überhaupt Sinn? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Apropos, bringt es mir überhaupt irgendetwas? Ja? Sagt doch niemals Fans zu uns. Ja? Das ist total gemein. Ja? Wer sind denn die Menschen, die ihrer Marke, ihrem Unternehmen auf Facebook und auf Twitter folgen? Außer sie haben sie in Pakistan gekauft oder mit iPads geködert. Wenn sie das nicht getan haben, sind es ihre Kunden. Ja? Ich war begeisterter Europcar-Kunde. Ja? Ich war begeisterter Europcar-Kunde, bis Europcar auf Facebook ging. Ja? Dann wollte ich vor 2 Wochen, bin ich von Wien nach Salzburg gefahren, habe in Salzburg einen Mietwagen genommen. Was habe ich natürlich gemacht? Ich habe sie auf Facebook kontaktiert, weil das ist dann sozusagen, wenn ich dort eine Filiale öffne, dann zählt das auch für mich. Ich habe Freitagmittag hingeschrieben, liebes Europcar-Team, ich komme am Morgen zum Mittag in Salzburg an. Habt ihr eh gleich am Bahnhof eine Verleihstation, dass ich gleich dort mein Auto übernehmen kann? Am Mittwoch der nächsten Woche kam die Antwort, nachdem ich von Sixt meinen Wagen gehabt habe. Die Antwort war, das war sehr lustig. Sie haben es dann leider gelöscht gleich wieder, weil sie irgendwie draufgekommen war, doch eine Scheiße. Die Antwort war, in Salzburg haben wir 2 Stationen. Also nicht, ob es ein Bahnhof ist oder nicht. Ja? Ja? Facebook-Kunden, da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu, sind, wenn sie die richtigen haben, sicherlich die wertvollsten Kunden, die sie haben. Ist ja kein Wunder, die sagen öffentlich, das gefällt mir, ich stehe zu der Marke. Und wie ist es jetzt natürlich in jedem Unternehmen? Wer betreut die Facebook-Seite? Der Senior Vice President, der erfahrenste Key Account Manager, ja, der CRM-Manager, der seit 25 Jahren im Unternehmen ist, oder der frisch gefangene, jüngste Mitarbeiter, den man von der Straße irgendein Geek, ein Freak, du bist jung, du machst eh nur Facebook, ist eh wurscht. Ja? Dann kommt halt sowas aus, dem kann man ja gar keinen Vorwurf machen, der weiß es ja nicht besser. Ja? Setzt auf CRM statt iPads. Und die Zukunft heißt, das ist erfunden, ein schönes Wort, Socio-Mobile. Ja? Das ist die Zukunft ist Socio-Mobile. Alle Trends, die heute kommen, sind irgendwie mobil und sozial in einem. Ja? Ich gehe da aber ein paar Dinge weg.
Ich gebe Ihnen jetzt noch eine wichtige Erkenntnis. Woran erkennen Sie denn Trends? Außer Sie sind so klug wie der Herr Professor. Ja, es gibt sozusagen zwei viel einfachere Trendkriterien. Werden Dinge im amerikanischen Präsidentenwahlkampf erfolgreich eingesetzt? Und der zweite Trend, werden sie von der World Wrestling Entertainment Federation eingesetzt? Ja? Das ist der fortschrittlichste Sportverband, was digitale Medien betrifft. Dazu gehört zum Beispiel Taut. Taut ist wie Twitter, nur mit 15-Sekunden-Videos. Sehr schön ist die Charming Sit or Squat App, ja, die man sich runterladen kann. Ich habe drei Kinder, wenn ich irgendwo hinkomme, muss immer eines der Kinder sofort aufs Klo. Immer. Ja? Egal wo, zum unpassendsten Augenblick, Papa, ich muss aufs Klo. Ja? Sie wissen, wie schrecklich öffentliche Toiletten zum Beispiel sind. Ich bin so froh, dass es diese Charming-App gibt. Hier sind alle öffentlichen Toiletten der Welt verzeichnet mit roten und grünen Klopapierrollen, mit entsprechenden Fotos dazu. Ist es ordentlich, ist es geputzt, ist es gratis? Ja? Das ist so eine angewandte Kundenbindung, weil ich bin dann immer bei Charming, bin unmittelbar nach. Ja? Das ist wunderbar. Ja? Sehr schön finde ich Thump. Ja? Thump ist etwas, das funktioniert auch nur mobil. Ich bin irgendwo, passt mir dieses schöne Leiberl, dann stelle ich das online und binnen Sekunden, Sie können das ausprobieren, haben Sie eine valide Marktforschung. Ja? Ich mache manchmal so kleine Comics für meine Kunden, dann schreibe ich, do you find this funny? Ja? Ich poste das und ein vernichtendes Urteil später, Sekunden später sagen die Leute entsetzlich, öd, wuh, fahrt. Ja? Das darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Snapchat, das wird momentan als die heißeste Aktie der Social Media Networks oder Tools behandelt. Das soll Ihnen auch zeigen, was macht denn die nächste Generation ihrer Kunden. Ja? Hier schickt man sich Bilder, ja? Und man stellt vorher ein, wann sie sich selbst wieder zerstören. Ja? Nach 1 bis 7 oder 8, 9 Sekunden. Ja? Wie Cobra übernehmen sie und diese Nachricht zerstört sich von selbst nach dem Lesen. Ja? Man muss dann die Finger am Telefon halten, während man das Foto anschaut, und wenn man es wegnimmt, wasch, ist weg. Ja? Wofür wird das verwendet? Nicht überraschend, für Sexting. Ja? Also man schickt sich gegenseitig schlüpfrige Fotos zu. Haha, ja, wie lustig. Ja? Was ist denn der Megatrend im Sexting? Auch im Sexting gibt es unterschiedliche Kategorien. Ja? Der Megatrend im Sexting ist Scarlett Johanssoning. Ja? Sie kennen den Schauspieler Scarlett Johanssoning. Der ist einmal ein Foto gestohlen worden, ja, wie sie sich selbst im Spiegel fotografiert hat. Es hat hunderttausende Nachahmer gefunden. Da gibt es eigene Webseiten, können Sie anschauen. Ja. Männer, Frauen, Tiere und zuletzt, das finde ich besonders lustig, Vampire. Ohne Spiegelbild. Und einen Local Hero möchte ich hier ganz absichtlich für heute noch bringen. Münchner Burschen, Spot Me. Spot Me finde ich sehr, sehr schön. Ja. Es löst ein altes Problem der Menschheit. Ja. Sie fahren in der S-Bahn, Sendlinger Tor, neben ihnen wunderschöne Dame in Blond, dass die wir lächeln uns ein bisschen an. Vielleicht könnte was werden. Es funkt was, sie muss raus, wir verlieren uns in den Netzen der Großstadt. Wer weiß, was aus uns geworden wäre. Ja. Mit dem ist es jetzt vorbei. Ja, jetzt geht es weiter. Ja. Jetzt kann ich nämlich in diesem Augenblick sagen, Spot me, blonde Dame, 10.17 Uhr, U3. Ja? Und wenn sie mich ausspott, cooler Typ, rotes Leibel, Brille, ja? Dann werden wir wieder vernetzt. Ja? Das heißt, morgen ist C1, morgen ist Social überall. Ja? Und bevor Sie zum Essen gehen, habe ich noch 4 kleine Ideen. Ich glaube, das bringen wir jetzt noch unter. Spaß, 4 Ideen. Die erste Idee vom Spaß ist, habt wilden Spaß. Ja? Warum ich das sage? Ich habe im ersten Vortrag so ein wunderbares Wort gelernt, ich habe es schon wieder vergessen. Ja? Das heißt irgendwie so, dass man, eigentlich ist ja heute alles immer Arbeit, ja? Und das ganze CRM, das ist am Abend und in der Nacht und am Heiligen Abend. Meine Frau schimpft mit mir, wenn ich nach ein Geschenk Backel ausmache und noch schnell mal schaut, ob nicht irgendeine Anfrage gehabt hat. Ja? So ist es halt. Und wenn ich nicht zumindest eine Gaude dabei hätte, dann würde ich es ja gar nicht machen. Ja? Also man darf heute auch Spaß haben. Ich kommuniziere mit jedem, der schreibt, ich bringe es nicht ein. Ich will jetzt nicht auf alle Beispiele eingehen, aber auf dieses hier. Wir kriegen momentan auf Red Bull total viele Anfragen zum Thema, ich würde auch gerne aus der Stratosphäre springen. Ne? Dann schreibe ich meistens so, du tut mir leid, du bist jetzt Nummer 3448. Ja? Dann schreibt der zum Beispiel, na, ich springe zum Beispiel nackt. Ja?
dann schreibe ich, naja, nackt. Und dann sagt er, gut, nackt mit Dose. Und dann schreiben seine Freunde, du traust dich nicht einmal vom Garagendach zu springen. Und so weiter und so weiter. Das ist Dialog, dann macht Spaß. Douglas küsst den Weinball. Western Digital geht aufs Oktoberfest, um noch ein Lokalbeispiel zu haben. Wie viel Spaß muss Intel gehabt haben, weil sie dieses gemacht haben? How computers were made. Dinge dürfen durchaus Spaß machen. Ja? Arbeitet zusammen. Ja? Heute wollen Kunden mitarbeiten. Ja? Kollaboration, das erinnert mich an eine lustige Geschichte. Ich bekam einen Auftrag letztes Jahr vom österreichischen Bundesheer und die wollten, dass ich eine Facebook-Community zum Thema Flugshows aufbaue. Und da habe ich gesagt, das tut mir total leid. Ich kenne mich zum Facebook total gut aus, aber Flugshows, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass Flugzeuge fliegen, was der Teufel, was das alles kann. Aber ich habe auf Facebook diesen Typen da gesehen. Ja. Ich glaube, der kennt sich total super aus bei Flugzeugen. Ja. Den lassen wir das machen. Den habe ich das machen lassen, perfekt gemacht. Und er hatte dann im Dezember eine Idee und gesagt, du Robert, sagen wir, die Leute sollen Weihnachtscakes backen in Flugzeugform und die Cakes sollen sie ans Bundesheer schicken, die sind eben so arm. Und zum Gewinnen gibt es nichts. Ja. Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Die Leute haben angefangen, in unglaublicher Menge Kekse in Flugzeugform zu backen, in Kisten zu verpacken, ans österreichische Bundesheer zu schicken, das sie jetzt sogar abschaffen wollten. Jetzt bleibt's. Jetzt haben sie zumindest die Kekse noch. Ja, ja, wunderbar. Ja. Keksbacken funktioniert übrigens immer. Ja. Das ist ganz wunderbar. Die Kunden wollen mit ihnen gemeinsame Brötchen backen. Ja. Lassen Sie es mitmachen. Ja? Wenn Sie sagen, bastelt es mir aus der Dose ein Motorrad, macht es, setzt euren Haustier Merchandising auf, zeigt uns auf deinem Hocker irgendeinen Freestyle-Motocross-Trick hier, Double Grabs, Superman. Ja? Jetzt machen Sie es einfach. Ja? Dafür braucht man allerdings Mut. Was passiert in der sogenannten direkten Demokratie? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich sagt man mehr direkte Demokratie. Dann gab es letztes Jahr eine Abstimmung, so etwas Ähnliches gab es in Deutschland auch. Eine neue völkerverbindende Brücke. Von Österreich in die Slowakei gab eine Internet-Voting, die Leute konnten sagen, wie soll die Brücke heißen, überwältigende Mehrheit der Stimmen, 99,8% hat man sonst nur in Korea, ja, für Chuck Norris Brücke. Also die Österreicher wollen Chuck Norris Brücke. Ich finde das gerade für eine völkerverbindende Brücke großartig. Ja. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Politik sich nicht getraut hat, denn dazu braucht man Eier, ja, Cojones. Ja. Auch Frauen können mutig sein, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja. Es ist nur eine Metapher. Ja. Man soll mutig sein. Mutig sein darf man heute im Kundenservice, wenn es einen Totalausfall bei O2 gibt, wie zum Beispiel diesen Sommer. Ja. 2 Tage komplett Netzausfall. Stellen Sie sich das vor am Handy, die Leute drehen durch, kurz vor dem Amoklauf. Ja. Die Leute schreiben dann so, fuck you, suck dick in hell und so. Ja. Und wenn aber die Antwort darauf dann lautet, maybe later, I got tweets to send right now. Ja? Also Sie sehen schon, how about your mothers und so weiter. Ja? Thanks, she says no. Ja? Dann merkt man schon, was hier passiert. Ja? Die Leute sagen dann, hey, warum antwortet ihr diesen überhaupt? Das ist ja Wahnsinn. Sag, du, die sind ja nur, they just need some care and attention. Die Situation kippt. Ja? Und plötzlich sagen alle, hey, eigentlich ist O2 ziemlich cool. Ja? Trotz des Netzausfalles. Ja? Was ist, wenn ihr einen Deppen habt vom Kundenservice, der immer irgendwelche total unsinnigen Sachen wegschreibt, wie zum Beispiel der schreibt, du, ich befriedige mich immer mit meiner Xbox selber und jetzt ist ein Teil weggebrochen, was macht man dann? Ignoriert man das? Löscht man das? Oder man schreibt so, sorry, we don't recommend putting small foreign objects in the Xbox. Das ist eine mehrfache Wirkung. Ja? Das ist erstens lustig. Es beweist zweitens Eier und drittens, der schreibt nie wieder. Das war's. Ja? Der ist ruhig, ja? Forever, ja? Manchmal wollen sogar Banken von mir beraten werden, sie werden es kaum glauben. Ja? Ich habe dann meist eine Waffe mit. Ja? Dann zwingen sie so Sachen zu tun wie Herminating. Ja? Das ist österreichische Antwort auf Blanking, also in die Hocke gehen. Ja? Stellen Sie sich vor, Reifeisen stellt sie hin und stellt sie auf den Tisch. Ja? Das ist doch cool, ja? Das ist Mut, das macht Spaß, das zeigt Eier. Ja? Ah, das ist doch total, das wollte ich nur kurz sagen. Ja? Weil man schimpft immer so über Politiker. Politiker kommen manchmal durchaus Eier, ja? Und manchmal lustig. Ja? Hier kam eine Twitter-Anfrage an den Bürgermeister von Calgary und sagt, hey, what's the point of this ridiculously expensive bridge again? What does it signify? Und die Antwort darauf war, I think it's too expensive.
Am Ende, und das ist sozusagen das Ende, versucht immer wow zu sein, ja? Immer amazing. Jedes einzelne Ding ist amazing, wenn einer an Samsung Kanada schreibt, du, hier habe ich diesen wunderbaren Drachen gemalt, gibt es mir dafür ein Galaxy, dann finde ich schon mal lustig, dass die zugeschrieben, das können wir nicht, aber wir haben dir ein Einrad, wir haben dir ein Känguru am Einrad gemalt. Das allein ist schon relativ lustig. Ja? Wenn sie ihm allerdings dann 2 Monate später ein Galaxy geben mit ihr, mit dem seinem selbstgemalten Drachen drauf, dann ist das wow. Ja? Und dieser Return of Investment, das sagt jeder jedem, das verbreitet sich einfach. Wenn ich Sonntag in der Früh mein neues DKNY-Hemd bügel und es bricht hier ab, ja, und ich schreibe dann und ich kriege am Sonntag eine halbe Stunde später eine Antwort und 3 Tage später habe ich ein neues DKNY und das ist das Kundenexperience, wow. Ja, und es rechnet sich millionenfach. Und am Schluss möchte ich ihn aufräumen mit dieser Lüge der glücklichen Periode der Frau. Sie kennen das, die Werbung suggeriert uns, wann sind die schönsten Tage einer Frau? Ja? Weil dann kann sie reiten und Spaß unterm Loch ziehen und ist so lustig. Man wird schon richtig neidig. Ja? Der eine oder andere Kenner sitzt da, der weiß schon, wie es wirklich ist. Ja? Es ist gar nicht so, wie die Werbung mir suggeriert. Ja? Das hat auch der Richard Neal aufgedeckt, der hat an die Firma Bodyform, ja, ich kannte das auch nicht vorher, hat er im Grunde geschrieben, you lied to me, ihr habt mich angelogen, jetzt habe ich endlich eine Freundin und die ist total gestört, was der Wahnsinn, ja. Und er hat damit offenbar einen unglaublichen Nerv getroffen, ja, also er hat sozusagen damit wirklich das getroffen, was es ist, 100.000 Likes, damit sie sozusagen dann noch was... suchen Sie einmal nach Bodyform im YouTube, ich kürze es jetzt ab, damit Sie ja Mittagessen haben. YouTube hat dann eine Antwort gepostet, ein Video, wo Sie sich entschuldigen und zugeben, dass Sie sozusagen, dass es nur eine metaphorische Übertreibung ist, weil Männer es nicht aushalten würden, würden sie wirklich sehen, sozusagen wie es wäre. Ja? Und was daraufhin passiert ist, ja, ist, es hat so eine unglaubliche Welle an Zustimmung für diese Firma gegeben und es sind willkürlich herausgewählte Beispiele. Und da fragt jemand, der sagt, is this brand sold in America? You just have earned my eternal product loyalty. Da würde mir das CRM-Herz übergehen. Ich meine, das ist das Schönste, was sagt, meine unendliche, ja, das ist fast religiöse Produktloyalität. Ja? Und darunter schreibt eine, ich arbeite für die Firma und ich bin so stolz auf wie viele ihrer Mitarbeiter, sondern das auch noch dazu auf Facebook. Ja? Außer sie arbeiten für Jack Daniels, ja? Vielleicht. Ja? So, und was hast das jetzt eigentlich alles, was hat das mit dem Bier und so weiter und mit unserem Essen zu tun? Ja? Wir leben in diesem globalen Supermarkt. Ja? Es gibt 20.000 verschiedene Bierbrands, die in 179 verschiedenen Arten gebraut werden. Ja? Kann man sich gar nicht vorstellen, ja? Kenne ich gar nicht alle. Ja? Welche Brands werden denn am Ende überleben? Welche Brands sind denn die, die am Ende trinken werden? Ich habe denselben Test wie mit Heineken, mit verschiedenen gemacht, mit Pilsner, mit Budweiser, mit deutschen Bieren und so weiter. Die einzigen, die mir geantwortet haben, jemals, ja, nach Monaten, bei der anderen war die immer, vielleicht brauchen die ein halbes Jahr, das kann schon sein, ja, ist sozusagen Heineken, sozusagen, dieses Bier bleibt am Ende über. Das ist die Übergang zur Mittagspause in diesem Sinne. Prost und vielen Dank. Applaus